Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer kleinen, ja, zum kleinen Oktober-Special bis Halloween. Wird ein bisschen horrorlastiger. Wir starten hier mit Resident Evil Zero, geht also ein bisschen in die Retro-Schiene, wo wir starten. Wenn ihr da Bock drauf habt, liebe Leute, schreibt es in die Kommentare, lasst eine Bewertung da, smash den Like-Button. So weiß ich, dass ihr das genauso wollt wie ich. So, wir starten mit Resident Evil. Natürlich machen wir die anderen Sachen wie Bausimulator, Landwirtschaftssimulator und die Hunting Games natürlich hier weiter. Ich sage einfach mal, wir starten. So, ich spiele mit Controller. Und wie gesagt, erwartet hier natürlich jetzt keine Top-of-the-Notch-Grafik. Es ist halt Retro, ne? Es ist halt Retro. Aber ich habe Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann, wie gesagt, schreibt einfach. Wir starten mal einfach. Resident Evil. Weil ich mich nämlich nicht so ganz genau dran erinnern kann, wie das ganze Ding hier funktioniert. Mal sehen, ob wir das im Laufe des Spiels ändern können. A Midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. Should hold off for a while. But I wonder how those RNG people would react to this. As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! Hmm? What happened? Order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base
for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Die Tür in die Sicherheit ist verschlossen. Es gibt kein Zurück. So, und da wären wir im Zug. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wie das Ganze hier alles so funktioniert. So, kommen wir dann schauen wir uns hier doch mal um, oder? Zumindest hier scheint alles noch ruhig zu sein. So, übrigens, der Controller vibriert teilweise so lustig vor sich hin. Ich hoffe, das stört jetzt nicht beim Mikro. Officer Chambers from STARS Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has set up a plant at our department. But as of 2 years ago, when a similar plant was set up, the local government stepped in and took over. Oh, dann kriegen wir gleich Besuch, ja. What just happened? I thought they were dead. Ich bin mal eben am. Wie war das mit Nachladen? Okay. So, damit haben wir unsere ersten drei Zombies gekillt. Hier scheint auch alles ruhig zu sein. Wir checken mal die Abteile. So, Munition. Munition ist gut. Erste-Hilfe-Spray. Natürlich nehmen wir Erste-Hilfe-Spray mit. Und hier wäre noch der Zettel. Passagiertagebuch. 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollen anscheinend die Überreste des Labors in den Arklay Mountains untersuchen. Es gibt zwei Gruppen. Die erste Gruppe soll prüfen, was noch von dem abgebrochenen Experiment übrig ist. 16. Juli, die Testproduktion der bioorganischen Waffen Typ Y-139 musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ Y-139. Den steht auch schon hier.
Wir wissen immer noch nicht genug über Reaktionen auf das T-Virus in Krebsen. Es gibt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon kleinste Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Strukturgröße, Vermehrung interner Gifte und Hirnentwicklung. Würden diese Auswirkungen gesteuert, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einer entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Betrieb das Labor, das wir untersuchen, ähnliche Forschungen. Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten und Muster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es das Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. So, das Passagiertagebuch. Und ich glaube, damit haben wir hier auch alles. Hier können wir nichts weitermachen. Nichts Nützliches, also gehen wir mal raus und checken das nächste Abteil. Immer vorbereitet. Oh, eine Schreibmaschine. Oh, ein Farbband. Verdammt, ich hab's geahnt. Du warst hier, ne? Wir können ohne Farbband gar nicht speichern. Die Munition nehmen wir nochmal mit. Neuer Zettel, Untersuchungsbefehl. Das Dokument ist voller Blutflecken und daher teilweise unlesbar. Mal schauen, was wir daraus lesen können. 8 Meilen nördlich von Raccoon City in den Arklay Mountains befindet sich die Ausbildungsstätte unseres Unternehmens. Okay, da wo es geht, da wird wirklich aufgefüllt. Sie wurde vor x Jahren geschlossen. Nun führen wir eine vorläufige Untersuchung bezüglich der Neueröffnung der Anlage durch. Die erste Untersuchungseinheit ist bereits vor Ort und hat die Untersuchung eröffnet. Ich möchte, dass Ihr Team dabei Unterstützung leistet. Folgende Befehle zu William Birkin und der ersten Untersuchungseinheit sind zu befolgen. William Birkin weiß ich nicht, ich habe den Namen nur irgendwie noch im Hinterkopf. Der Rest ist zerrissen und unlesbar. So, wir gucken uns mal eben an. Wir haben hier noch 2 freie Plätze. Wir haben ein... Gesundheitsspray dabei. Ich denke, die lassen wir erst noch mal hier, bevor uns das hinterher vor die Füße fällt. Sollen wir speichern, sollen wir nicht speichern? Ich denke, wir gehen erstmal weiter, denn ihr wisst ja, wie das ist. Wenn wir sonst nämlich nach einer halben Stunde oder so versuchen, einen Speicherplatz zu finden und der ist nicht da und wir haben keine Farbbänder mehr, was dann, liebe Leute? Ich probiere es einfach, dass wir nach einer halben Stunde ungefähr oder wie auch immer das erste Mal speichern werden. So, Tür verschlossen, das Zugführerbüro. Auf der Seite ist nichts weiter. Der junge Mann scheint sich noch nicht zu bewegen. Die Leiche des Zugmitarbeiters wurde brutal zerrissen. Gut, zerrissene Zombies stehen natürlich nicht mehr auf. Er hält etwas fest, und zwar einen Zugschlüssel. Den nehmen wir. Okay, kein Zombie, Leute. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see.
You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Ja, und warum machst du das nicht? Edward, are you all right? What happened? It's worse than... We can't... You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Oh nein, die Viecher hasse ich doch. Die Viecher hasse ich sowas von. Also der Schlüssel passt nicht. Dafür brauchen wir also eine Karte. So bleibt uns erstmal nichts über, als nochmal zurückzugehen. Ich denke, das wird nämlich der Schlüssel für das Restaurant sein, für den Restaurantwagen. So, hier isst man gar nichts, ne? Moment, hier ist aber eine, ja, hier ist nochmal eine Treppe hoch. Nochmal grünes Kraut, merken wir uns. Und das sieht nicht so aus, als wenn wir hier durchkommen, oder? Oh je, Eier. Und dann die Masse. Da scheint noch was auf uns zuzukommen, ne? So, wir merken uns auf jeden Fall hier oben das Heilkraut. Aber jetzt noch nicht mitnehmen, denn wir haben ja nur beschränkte Anzahl an Plätzen. This is Rebecca. Over. Enrico, hello. Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We've also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hallo! Ich weiß nicht, bei 23 Uhr, ich glaube nicht, dass er die umgebracht hat. Und wenn, dann waren es vielleicht gar keine Menschen mehr. So, der Restaurantwagen. Wir haben den Schlüssel. Und kriegen nochmal Besuch. Wie viel Munition haben wir denn noch? Zwei. Oh, wir haben 6 Farbbänder.
6 Farbbänder. Okay, dann können wir uns ja nämlich gleich zum Ende. So, den Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Damit haben wir noch 2 freie Plätze. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? So, da automatische Tür, aber kein Strom, heißt Strom wiederherstellen. Hier haben wir nochmal einen Zettel oder ein Dokument. Hinweis für Vorgesetzte: Vor dem Abschalten der automatischen Türen ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben. Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des 5. Waggons. Naja, sehr witzig. Inspektionen finden statt, wenn der Zug geparkt ist. Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter an der Rückseite der 2. Etage des Speisewagens zu benutzen. Okay, da sind ein paar Hinweise. Wartungsabteilung der Umbrella Corporation. Gehen wir mal hoch. Von der anderen Seite verschlossen. Da ist doch noch Munition. Da ist doch noch Munition. Nimmst du die wohl? Excuse me, sir. Sir. Nur nicht den Kopf verlieren. Okay, probieren wir. Oh Mann, wir kriegen Besuch. Die Viecher sind ja richtig nervig. Are you okay? Singt wie eine Sie, sieht aus wie ein Herr. What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't. Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right.
but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Ja, damit arbeiten die beiden jetzt wohl zusammen. Spielhandbuch 2, Figurenwechsel. Sie können zwischen der Steuerung der beiden Hauptfiguren Rebecca und Billy umschalten. Nutzen Sie deren Unterschied. Das lese ich jetzt nicht vor, ich gehe das mal auf die Schnelle. Team gemeinsamer Angriff. Aktiv. So, die haben also unterschiedliche Merkmale. Sie kann Kräuter mischen, schwache Verteidigung hat sie bloß und kann mit Hilfe eines Chemikalien mischen. Billy, keine Kräutermischung, kampfstark und kann große Objekte schieben. Okay, wird also so ein bisschen teammäßig hier. Das kann interessant werden. Ich will nochmal nachladen. Wir haben ja so ein bisschen Munition verschwendet. Ich kenne eigentlich nur die ganze Sache, dass du alleine spielst, ne? Also das mit den... Kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr daran erinnern. Und Zero habe ich bis jetzt auch noch nicht gespielt gehabt vorher. So, coole Sache. Billy schießt uns den Weg mit frei. Ein bisschen Munition sparen, zumindest ich. So, ich würde sagen, wenn wir gerade hier sind, beenden wir nämlich die erste Folge. So, wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht haben sollte, liebe Leute, dann lasst gerne Kommentare und Like da, damit ich weiß, ihr wollt mehr hiervon sehen. Wir zeichnen die Daten auf. Überschreiben diese Daten hier. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Leute, würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, ciao.